Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Outriders News Update. Heute geht es um den 1. April, Launch Day von Outriders. Die Vollversion steht kurz bevor. Was gibt es an Informationen zur Vollversion? Day One Patch, Cheater, Vorbestellerbonus und so weiter und so fort. Beziehungsweise auch wenn ihr von dem Inventar-Wipe-Bug betroffen seid. Was gibt es da zu beachten und so weiter und so fort. Alle Informationen jetzt. Ich spreche wirklich nur das Wichtigste an. Es gibt noch ein paar Sachen mehr zu erzählen, die spare ich mir aber, um das Video nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Ich möchte nochmal ganz wichtig ansprechen, alle, die es bis hier noch nicht gewusst haben, dass sämtliche Fortschritte aus der Demo in die Vollversion mit übertragen werden können. Solltet ihr wissen, also ihr habt nicht ganz umsonst gespielt, habt ihr natürlich die Demo nur gezockt, um zu sehen, ist was für mich, ist nichts für mich, habt direkt wieder ausgemacht, dann ist die Info eher uninteressant für euch. Aber alle, die tatsächlich, es gibt Leute, die haben hunderte Stunden in diese Demo schon gesteckt, weil sie die Info natürlich kannten. Wenn du alle implementierten Legendaries, die es in dem Spiel schon gab oder in der Demo schon gab, ich glaube 10 an der Zahl, kannst du die in die Vollversion mit rübernehmen. Und deswegen komme ich auch gleich auf den schlimmsten Bug, den die Demo betraf, der Inventar-Wipe. Von einem auf den anderen Tag war auf einmal alles weg, was du dir erfahren hast über vielleicht hunderte Stunden. Alle, die Legendaries gesammelt haben und das vor dem 22.03. bekommen ihre Legendaries wieder. Betrifft aber wirklich nur die Legendaries. Alles, was selten drüber drunter ist, betrifft das nicht. Das wird auch ganz klar gesagt. Kommen wir zum Preload. Auf der Xbox können wir es jetzt schon preloaden. Wie das aber aussieht mit dem Game Pass, ob ihr jetzt die Version schon kostenlos für alle Xbox-Spieler preloaden könnt, weiß ich nicht, denn wer es nicht weiß, alle Xbox Game Pass-Inhaber, heißt das Game Pass, ich bin kein Xbox-Spieler, ich weiß es nicht genau, für die ist das Spiel komplett kostenlos. Und ich denke aber erst ab dem 1. April, neuer Monat, neues kostenloses Spiel. Davon gehe ich aus. Deswegen kann ich euch das hier nicht hundertprozentig sagen. Wer das besser weiß, gerne in den Kommentaren vervollständigen. Würde ich mich drüber freuen, beziehungsweise dass alle anderen Xbox-Spieler das auch wissen. Für alle anderen Plattformen ist es nicht kostenlos. Preload für die PlayStation 48 Stunden vor Release. Das heißt, ich glaube, es war der 29. ab 0 Uhr. Und für die PC-Plattformen ist es noch nicht so hundertprozentig klar definiert. Und auch die Startzeit von den PC-Versionen könnte sein, dass es am 1. April erst um 18 Uhr bei uns in Deutschland startet. Aber für alle Consoleros unter uns, 1. April schon 0 Uhr, startklar. Sehr, sehr geil, können wir uns schön den Arschwund zocken. Ich freue mich mega auf die Vollversion. Wer Bock hat, auf Twitch nebenbei ein bisschen Eigenwerbung. Mir ein bisschen zuzusehen, wie ich das Spiel zocke, würde ich mich freuen, wenn ihr da einfach mal einschaltet und vielleicht ein Follow da lasst. Wenn nicht, ist natürlich auch nicht so wild. Kommen wir zum Day One Patch. Mit dem Day One Patch sollten die größten oder die meisten Probleme der Demo beseitigt sein. Mitunter zum Beispiel allgemeine Performance-Probleme, vor allen Dingen auch die Kamerawackler in Cutscenes, Dialogen und so weiter. Bevor ich diese Problematik kannte auf der PlayStation 5, denkst du dir, warum zappelt das alles so, wenn das in der Vollversion genauso aussieht? Wäre das jetzt nicht ganz so geil? Das soll auf jeden Fall mit behoben werden. Dann gibt es Verbesserungen bei den Framerates im allgemeinen, Cutscenes und Dialoge. FPS, wie viele FPS haben wir auf welcher Plattform? Auf den PC-Plattformen könnt ihr zwischen 30, 60, 90 und 120 FPS auswählen. Auf der Xbox Series X und auf der PS5 sollen es 60 FPS sein. Und auf der Xbox One und der PS4 sind es 30 FPS. Moment, ich wechsle hier im Hintergrund nur mal ganz eben hier das Hintergrund-Gameplay. Und jetzt, na, damit wir hier nicht die ganze Zeit denselben Spaß sehen. Was gibt's noch? Wenige Wochen nach dem Release steht jetzt schon fest, kommt noch ein fetter Patch, der im Allgemeinen die Ladezeiten noch verringern soll, die Coop-Performance noch ein bisschen pushen soll und Crossplay-Freundesliste. Das soll erst ein bisschen benutzerfreundlicher gestaltet werden. Und da gab es nämlich auch, das weiß ich jetzt aktuell nicht, ich habe die Demo jetzt eine Weile nicht gezockt. Kurz nachdem ich die Demo gezockt habe, vor, glaube, anderthalb Wochen, gab es auf einmal ein Problem, dass man das Crossplay, man konnte sich miteinander nicht mehr verbinden und zusammen zocken und selbst auf denselben Plattformen ging das auf einmal nicht mehr richtig. Beziehungsweise wahrscheinlich sogar gar nicht. Auch das soll behoben sein, ist ganz wichtig. So, jetzt kommen wir zum Thema Cheater. Das finde ich so eine geile Sache. Der Publisher hat klar gesagt, Cheaten ist im Allgemeinen nicht verboten. Alle, hier habe ich aber eine Info, die ist ein bisschen widersprüchlich. Bist du als Cheater unterwegs und wirst gebrandmarkt,
dann bist du allein unterwegs. Du kannst quasi die Multiplayer-Variante nicht zocken. Das heißt, du kannst, zumindest für meine Begriffe, kannst du keine Leute in deine Lobby einladen und kannst eigentlich die ganze Zeit nur Solo spielen. Und jetzt kommt aber gleich ein Widerspruch, werdet ihr euch gleich sehen, was ich aber als Cheater viel, viel geiler finde. Du wirst gebrandmarkt. Das heißt, bist du Content-Creator, YouTuber, Twitcher und hältst dich für den größten Hengst und denkst, du machst hier das Ultra-Gameplay deines Lebens und keiner rafft, dass du Cheater bist, denkst du, oben im Hut wirst du als Cheater gebrandmarkt. Das finde ich sehr, sehr geil. Wie genau das aussieht, weiß ich allerdings noch nicht. Und auch andere, die dann mit dir zocken, das ist nämlich der Widerspruch darunter, sollen sehen, obwohl sie dir nicht zuschauen können, dass du ein Cheater bist. Und das ist nämlich jetzt das Kuriose. Cheater werden von der regulären Spielersuche ausgeschlossen. Du kannst quasi, gibt ja so ein Terminal, da kannst du random irgendwelche Spieler suchen. Vielleicht ist ja damit gemeint, dass du dir zwar aus deiner Freundesliste aktive Freunde einladen kannst, aber eine random Spielersuche geht wohl vielleicht nicht. Das könnte sein. Das Ding ist aber, wenn du jetzt Freunde in deine Lobby einlädst, dann ist es ja im Allgemeinen für dein gesamtes Squad, wenn du einen Cheater dabei hast, trotzdem einfacher, vielleicht das Endgame zu schaffen. Dann sind ja quasi Mitspieler, die nicht cheaten, trotzdem im Vorteil, weil sie einen Mate dabei haben, der eben stärker ist. Und deswegen verstehe ich das noch nicht so ganz. Vielleicht ist hier das noch nicht ganz klar definiert, was damit gemeint ist, mit von der Spielersuche nicht betroffen. Aber ich habe ganz klar gehört und gelesen, dass die nur allein unterwegs sein sollen. Und deswegen bin ich da noch nicht so ganz sicher, was das bedeutet. Was übrigens zum Cheaten gehört, das möchte ich hier nicht einzeln aufdröseln. Was natürlich klar ist, wenn du dir Legendaries farmst und er cheatest, das ist klar, das ist nun mal fettes Cheaten. Aber ganz wichtig, nicht, dass jetzt jemand denkt, wenn ich aber jetzt hunderte Stunden in die Demo gesteckt habe und habe die ganzen Legendaries, die in dem Spiel schon verfügbar sind, gefarmt. Das gehört logischerweise nicht zum Cheaten, das sollte absolut klar sein. Das möchte ich nur fest kommunizieren. So, Inventar-Wipe-Bug habe ich schon erzählt. Jetzt kommen wir noch zum Vorbesteller-Bonus. Das blende ich mal ein. Das ist das, was ihr quasi extra noch dazu bekommt, wenn ihr das Spiel vorbestellt und zum Day One Patch mit implementiert bekommt. Ihr bekommt ein Hells Rangers Gear Set, ob das für Weibchen oder Männchen, sage ich jetzt einfach mal, gilt, ist völlig egal. Und ein Arsenal von 11 einzigartigen Waffen und ein Truck Mod. Hier ist ganz wichtig zu erzählen, dass ihr die Ausrüstungsgegenstände, die ihr euch anziehen könnt, quasi Rüstungen und Waffen, die könnt ihr erst ab Level 10 benutzen. Nicht, dass ihr jetzt enttäuscht seid, ihr habt das im Inventar, könnt es aber nicht anlegen. Ganz wichtig, das ist nicht verbuggt oder so, ihr könnt das erst ab Level 10 benutzen. So, das sind alle Infos, die ich bis hierhin habe. Lasst mich in den Kommentaren gerne mal wissen, was ihr davon haltet. Holt ihr euch das Spiel, zockt ihr es, habt ihr die Demo schon gezockt? Haut die Kommentarsektion voll, ich bin auf jeden Fall sehr interessiert. Und in den nächsten Videos reiße ich wieder ein paar Legendary Gearsets von den einzelnen Charakterklassen an. Zwei habe ich bis jetzt schon veröffentlicht, das soll es von mir jetzt gewesen sein. Daumen da lassen, Abo da lassen, wenn ihr rund um Outriders nichts verpassen wollt. Das war's jetzt von mir, haut rein, ciao.